Türkei. Derby, Karlsruhe-Derby gegen Spielberg. Es ging hin und her. Zwei rote Karten. Wie war das für dich? Also, ich glaube, das Spiel hat alles in sich gehabt, was es haben muss. Ja, wir haben überragend angefangen. Wir machen auf sehr frühes 2-0. Dann verlieren wir ein bisschen den Faden, gerade kurz vom Halbzeitpfiff. Und dann, ja, zwei dumme Standards. Und dass wir da dann nochmal zurückkommen, schon, ja, es hat gepasst zum Tag, sagen wir es so. Auch wenn wir heute hätten mehr mitnehmen müssen, auf jeden Fall. Ihr habt ja am Anfang ziemlich die Schwächen in der Abwehr von Spielberg bloßstellen können. Oder hat es bei euch am Anfang, also wo ihr die zwei Tore geschossen habt, ganz besonders gut geklappt in der Offensive? Ja, das war von Anfang an unser Plan, dass wir halt über die Konter kommen. Und dass da auch die Schwäche von Spielberg ist. Das haben wir auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und dann, ja, wie gesagt, nach dem 2-0 haben wir irgendwie aufgehört. Hätten wir da weitergemacht, hätten wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden können. Die Saison ist ja eher durchwachsen verlaufen bis jetzt aus eurer Sicht, denke ich. Mit dem 12. Platz war es vor dem Spiel. Könnt ihr nicht zufrieden sein? Viele haben mehr erwartet von euch? Ja, auf gar keinen Fall. Also ich denke auch, dass es immer unser Anspruch ist, beim Aufstieg mitzuspielen. Dieses Jahr wollten wir eigentlich den Schritt wagen. Aber jetzt durch alle möglichen Umstände sind wir jetzt da unten. Aber ich denke, es ist noch nichts abgehakt. Wir greifen nochmal an. Wir haben jetzt auch, jetzt sind wir so langsam drin, gerade von den Leistungen her, die passen jetzt auch. Und ich denke, da sind noch einige Plätze nach oben drin, auf jeden Fall. Der nächste Gegner lautet für euch SV Oberachern. Wie stellt ihr euch auf den Gegner ein? Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Also wir haben auf jeden Fall noch was gut zu machen vom ersten Spiel. Da werden wir mit 100% von Anfang an. Ja, also Oberachern ist schwer zu spielen, haben sehr gute Spieler dabei. Aber ich denke, wenn wir so unsere Leistung weiter dran anknüpfen, gerade von den ersten 30 Minuten, dann können wir jeden in dieser Liga schlagen, in meinen Augen. Kai, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.